Be happy. Das steht auf dieser Tasse hier. Die hat mir meine Tochter aus England geschickt als Geburtstagsgeschenk. Und von meinem Sohn habe ich passend dazu eine Teekanne geschenkt bekommen. So, und jetzt kann ich hier also sitzen und abwarten und Tee trinken. Und viel mehr bleibt mir und allen anderen auch nicht übrig. Das ist jetzt das 10. Mittwoch und immer noch hat uns die Corona-Krise fest im Griff. Und wir warten immer noch auf ihr Ende. Warten, 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 das nervt zunehmend. Wir hätten es gerne anders. Wir würden gerne wieder Veranstaltungen anbieten in unserer Gemeinde zum Beispiel. Oder die Chöre, die würden gerne wieder proben. Wir würden gerne wieder rauschende Feste feiern können mit unseren Freunden. Aber es hilft ja nichts, wir müssen weiter warten. Nun trägt das Warten aber auch eine Verheißung in sich. Wenn ich nämlich warte, dann weiß ich ja, dass etwas passieren wird, dass etwas kommen wird, dass sich etwas bessern wird. Warten bedeutet nicht zu resignieren, sondern es heißt aktiv zu hoffen. Das Warten der Gerechten wird Freude. So heißt es im Buch der Sprüche. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wer auf Gott vertraut, mit Freude belohnt werden wird. Denn als gerecht werden in der Bibel die Menschen bezeichnet, die ihr Gottvertrauen nicht verlieren. Und deswegen sind wir alle gerecht und wir alle werden Freude wieder empfinden und haben dürfen. Denn wir alle vertrauen doch darauf, dass Gott auch in dieser Zeit bei uns ist und uns nicht im Stich lässt, an unserer Seite steht und uns hilft und uns Kraft und Mut schenkt. So, und deswegen heißt das Motto heute: Abwarten, Tee trinken und be happy.